Die richtige Angelstelle ist beim Angeln auf Schleien natürlich genauso wichtig wie beim Angeln auf alle anderen Fischarten. Und Schleien halten sich in bestimmten Gewässerbereichen halt besonders gerne auf. Viele von euch wissen das, Schleien fängt man oftmals flach. Das bedeutet in Wassertiefen von ungefähr einem halben Meter teilweise im Frühjahr, wenn es darum geht, dass die Schleien anfangen zu laichen. Im Sommer und im Herbst gehen die Schleien dann auch ein bisschen tiefere Bereiche, sodass ich dann mir oft so Gewässertiefen von 2 bis 4 Meter suche. Ein ganz wichtiger Punkt habe ich gemerkt, das ist vor allen Dingen immer dann, wenn ich auch nicht vorfütter, sondern einfach mal einen Abend oder einen Morgen zum Schleienangeln unterwegs bin, ist die richtige Angelstelle. Und da ist es ganz obligatorisch so, dass Schleien an Kraut fressen. Schleien sind nicht umsonst grün. Die Tiere sind deswegen so grün von Mutter Natur gefärbt worden, weil sie halt in dem Kraut dadurch die beste Tarnung haben und vor Räubern geschützt sind. Das bedeutet, Schleien sind zum einen aufgrund ihrer Farbe und aufgrund dessen, dass sie halt unauffällig sind im Kraut, halten sie sich dort auf. Der zweite wichtige Grund ist natürlich Futter. Im Kraut finden die Schleien Nahrung und Schleien sind alles andere als Friedfische in Anführungsstrichen, sondern eigentlich kleine Räuber. Die fressen Muscheln, die fressen Schnecken, die fressen Larven und genau diese Invertebraten, diese kleinen Tierchen, die im Wasser leben, die findet man halt genau dort im Kraut. Deswegen ist es wichtig, eure Köder nah ans Kraut zu platzieren. Ich habe, als ich in Schweden war und habe dort meinen Film gemacht, Grüne Giganten, Angeln auf Schleien, habe ich die Erfahrung zum Beispiel gemacht, dass wenn unsere Köder 2 Meter von der Schilfkante weggelegen haben, sind unsere Bisse um 70% zurückgegangen. Das ist wirklich enorm viel. Und wenn wir einen halben Meter vorm Schilf geangelt haben, unsere Köder sogar ganz leicht in Schilf gelegt haben, haben wir viel, viel mehr Bisse bekommen. Und deswegen ist es wichtig, immer dort auf Schleien zu fischen, wo man Kraut vorfindet. Und halt nicht zu tief zu angeln, das ist auch ein wichtiger Punkt. Nun ja, wie kann ich herausfinden, wie tief mein Angelplatz ist? Schleienangeln ist ja ganz oft vom Ufer aus. Ich habe da gar kein Boot unbedingt bei, sondern ich werfe halt meine Köder auf meine Angelstellen. Das heißt, ein klassisches Echolot, was ich vom Boot einsetze, ist eigentlich nicht geeignet, oder nicht nur eigentlich nicht geeignet, das ist nicht geeignet. Aber es gibt ein kleines Wurfecholot und das heißt, DIPA ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert haben, solche Wurfecholote zu bauen. Und das ist nicht nur leicht, das wiegt 100 Gramm, diese Kugel, die kann ich also in die Tasche stecken. Ihr könnt sie über USB aufladen einfach und habt somit immer Strom. Und ihr braucht auch keinen separaten Monitor. Dafür nutzt ihr nämlich einfach eure App. Die habe ich jetzt hier in dem Fall auf meinem Smartphone drauf. Ich mache das mal ganz kurz auf. Hier unten ist meine DIPA-App, da gehe ich drauf. Und schon öffnet sich das DIPA. Der DIPA wird dann gesucht. Hier gerade findet meine App den DIPA natürlich nicht, weil er nicht im Wasser ist. Aber so sieht das Ganze aus. Ich kann beispielsweise auch meine Tiefen abspeichern. Ich habe hier oben einen Button Datenhistorie. Da gehe ich drauf und wenn ich dann auf diesen Button gehe, dann kann ich hier oben zum Beispiel einfach sehen, okay, wie war denn mein Angelplatz, an dem ich gefischt habe. Und das ist jetzt hier ein typischer Platz zum Schleienangeln. Man sieht hier unten Kraut stehen. Man hat einen relativ harten Boden. Das seht ihr an der dünnen orangenen Linie. Und auch die Tiefe passt extrem gut mit um die 3 Meter. Ein klassischer Platz zum Schleienangeln im Spätsommer. Und auch im Sommer, im Spätsommer, im Herbst. Mit einer Wassertemperatur, auch die wird gespeichert, von 19 Grad aktuell. Also der DIPA ist wirklich ein praktisches Tool, um die Gewässer tiefer auszuloten. Ihr könnt es an die Angel hängen, eine Angel habt ihr sowieso dabei. Ja, und dann habt ihr noch das Smartphone, auch das habt ihr wahrscheinlich alle immer mit dabei. Und dann habt ihr die Gewässertiefe ganz schnell ermittelt. Das waren meine Tipps zum Wahl des richtigen Spots beim Schleienangeln. Viel Erfolg am Wasser.